Hallihallo, du fährst heute den R4427 bis nach Bad Ischl. Rüste deinen Zug auf und öffne die Türen. Und damit noch einmal hallo und herzlich willkommen im Train Simulator. Wir fahren heute ÖBB 8073, also den ÖBB City Shuttle Steuerwagen. Und hinten dran, ja, da hängt unser allseits bekannter und allseits bewährter ÖBB Alpenstaubsauger der Reihe L44. Also wir haben ein richtiges Kraftpaket, was hier heute nachschiebt. Und ja, als allererstes öffnen wir natürlich hier am Bahnsteig im Bahnhof die Türen, lassen unsere Fahrgäste einsteigen und rüsten dazu auch noch unseren Steuerwagen vorne auf. Die Türen werden gleich ja, in Fahrtrichtung links aufgehen, da müssen wir auf die andere Seite. Und genau, wir rüsten jetzt erstmal unser Fahrzeug auf, damit wir gleich auch wirklich abfahren können. Im Simulator kann man meistens die Türen schon öffnen, das ist kein Problem, aber das Fahrzeug muss natürlich trotzdem noch separat aufgerüstet werden. Ja, der Batteriesteuerschalter geht für einige Sekunden in die Startposition. Danach können wir ihn loslassen und die Batteriekreise sollten anspringen. Demnach sollten dann hier oben auch die Leuchtmelder gelb aufleuchten, was sie jetzt gerade komischerweise nicht tun. Deswegen nochmal ganz kurz den Startknopf nachgehalten. Jetzt, okay. Hat nur noch einen Moment gedauert. So, wir schalten uns die Türsteuerung heute mal nicht ein. Ich möchte ganz gerne die separate Steuerung haben. Wobei, ach komm doch. Wir schalten die Türsteuerung heute ein und verzichten auf das Drücken der Taste T. Wir möchten drei weiße Spitzenlichter in Form eines A's an der Spitze des Zuges und zwei rote Rücklichter. Wir überprüfen das Ganze auch noch. Dreimal weiß vorne, genauso soll es sein. Und zweimal rot hinten hoffentlich. Genau, das ist auch der Fall. Ja, dann wieder in den Führerstand zurück. Ansonsten, die Indusi lassen wir natürlich eingeschaltet. Die SIFA geht bitte in den Störmodus. Und ansonsten, genau, sind wir abfahrbereit. Zumindest was das Rückpanel angeht. Wir aktivieren außerdem den Führerstand, wählen die Vorwärtsfahrt aus, stellen die Geschwindigkeit auf 40 km pro Stunde ein und knipsen uns natürlich mit der Taste I die Instrumentenbeleuchtung ein. Des Weiteren heben wir den Stromabnehmer, warten einen Moment, bis hier drüben 15 kV aufgezeigt werden und dann fliegt direkt der Hauptschalter hinterher. So, ganz wichtig auch noch für uns als Triebfahrzeugführer, wir sind heute im R4427 unterwegs und geben deswegen auch die 4427 ein. Also Zugnummer bitte. 4427. Mit Enter bestätigen. Das Ganze anmelden und dann kann es auch gleich losgehen. So, sollte durchgehen. So, ganz kurz noch durchrufen. Sollte klappen. Gut. Federspeicherbremse müsste gelöst sein. Die Türen müssten noch geöffnet sein. Genau, können wir aber auch gleich schließen. So, Meldung vom System registriert. Alles klar, dann können wir auflegen. Hat geklappt. Super. Dann, Menü ist nicht verfügbar. RF auch nicht. Und SIS wahrscheinlich auch nicht demnach. Alles klar. Zug ist angemeldet und dann können wir eigentlich los. Geschwindigkeitsvorwahl ist gesetzt. Der Güterzug hier drüben fährt auch geradeaus, wenn ich es richtig sehe, von den Österreicher Salinen. Ja, Salinen Austria. Wahrscheinlich ein Salzzug. Passend natürlich zur Strecke. Salz kann man gut bauen. Ne. Und dann würde ich mal sagen, die Türen sind zu. Also können wir auch los. Genauso wie der Güterzug. Nochmal ganz kurz die Bremsen nachlösen. Sollten es eigentlich schon sein. Die Steuerwagenbremse ebenfalls. Und genau, Fahrtrichtung sind das vorne. Türen bitte zu. Und dann heißt es ab die Post. So, erstmal leicht den Zug stauchen. Und da bewegen wir uns langsam. Und dann können wir die Zugkraft ein ganzes Stückchen erhöhen. Ja, hinten dran schiebt, wie gesagt, der Alpenstaubsauger eine ziemlich kraftvolle Lokomotive. Aber ich merke jetzt auch schon beim Anfahren, irgendwie sind wir heute nicht so schnell unterwegs. Da scheint eine Art Drosselung drin zu sein, weil mit 70% Leistung
Ja, da würde der Alpenstaubsauger aber ganz kräftig schieben. Und da würden wir auch nicht so, naja, langsam lostuckern. Also vielleicht ist da irgendwie eine Verzögerung eingebaut. Oder eben über die Steuerung vom Steuerwagen an der Stelle verfügbar. Ja, auf jeden Fall heute ein Wendezug. Mit anderen Worten, wir haben eben einen Zug mit in diesem Fall einem Triebfahrzeug und beide Seiten oder an beiden Spitzen des Zuges, wahlweise natürlich auch Spitze und Zugschluss, sind eben ja, mit der Lokomotive verbunden, beziehungsweise stellen die Lokomotive dar. Und das sind ja die Kriterien in diesem Fall für einen Wendezug. So, 60 km pro Stunde darf gefahren werden. Wir erhöhen die Leistung mit dem V-Sollsteller. Die Lokomotive drückt ordentlich nach. Und auch hier sehen wir wieder 90% Leistung. Da geht es eigentlich beim Alpenstaubsauger nicht so langsam. Also da ist irgendwie ein bisschen was faul. Ich habe auch in der Vergangenheit, glaube ich, wir müssten schon einmal mit dem Fahrzeug gefahren sein. Ich weiß nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt privat mit dem Fahrzeug nur rumgefahren bin, ohne Aufnahme, oder ob wir dieses Fahrzeug schon mal gemeinsam getestet haben. Aber ich dächte, der ÖBB City Shuttle Steuerwagen von der Reihe 8073, der hat im Simulator eine unglaublich schlechte Bremse, weshalb wir auch ein bisschen Glück haben. Wir werden heute nur eben hier in Obertrauen Dachsteinhöhlen, ja, wo wir gerade eben angehalten haben, ja, anhalten oder halt die Fahrgäste aufnehmen. Und last but not least ist dann der Zustieg oder Ausstieg für unsere Fahrgäste um 11.33 Uhr planmäßig in Bad Ischl. Damit hätten wir eigentlich auch einen großen Teil der Salzkammergutbahn abgedeckt. Und die müsste sich ja sogar, wenn ich mich nicht täusche, hier unten, ich glaube in Selztach, nee, in Steinach-Irding, genau, da müsste, glaube ich, dann der Anschluss zur Ennstalbahn kommen. Und hier oben in Attnang-Puchheim, ich glaube, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wobei es war. Genau, hier oben geht es in Richtung Linz, hier in Richtung Hausrückbahn. Und dann ging es dann noch irgendwo nach Wels, oder? Ja, genau, Salzburg und wahrscheinlich dann weiter nach Wels dort oben. Sehr schön, dass hier mal die Streckennamen dran stehen. Dann müsste hier unten auch irgendwo die Ennstalbahn zu finden sein. Na gut, Selztal. Ja, kennen wir ja als Stationspunkt auch von der RSSLO-Strecke. Da ist ja auch Selztal mit auf der Ennstalbahn, ja, nachgebildet. So, für uns geht es in den Tunnel hinein. Also, Beleuchtung und Führerstand bitte aktivieren und für unsere lieben Fahrgäste nochmal ganz kurz aufs Horn drücken. Damit die auch wissen, jetzt wird's dunkel. Jetzt sollten wir entweder das Handy anmachen oder die Beleuchtung in den Wagen, ja, zu schätzen wissen. Und dann ab hier vorne 70, alles klar. Wir nehmen die Leistung mal ganz kurz zurück, auch wenn die Lokomotive sowieso nicht so stark nachschiebt. Aber so auf 50%, das sollte reichen. Und dann hoch mit der Geschwindigkeit auf 70, bitte. Genau. So, und da ich die Strecke nicht allzu gut kenne und nur sehr, sehr, sehr selten fahre, speichern wir natürlich auch nochmal zwischen. Ich weiß nämlich nicht, wie es hier mit dem Arbeitsspeicher ausschaut, ob der gut genutzt wird von der Strecke oder vielleicht auch ja nicht so gut. Deswegen, ich möchte es jetzt hier nicht unbedingt auf die Probe stellen und dann alles neu fahren müssen. Deshalb lieber zwischendurch mal etwas öfter gespeichert, anstatt dann eben von vorne oder komplett neu anfangen zu müssen. So, einen kleinen Fahrplan haben wir hier oben auch dabei. Aber das scheint. Nee, das scheint kein Fahrplan zu sein. Das sind eventuell Zugdaten. Ach ja, da steht was. Irgendwas für Reisezüge. Aber ich kann es nicht genau lösen, weil es. Ja, doch sehr verpixelt ist. Ich glaube, da sind Bremsstellungen und so weiter aufgeschrieben. Eventuell auch ein paar Haltestellen. Aber so ein richtiger Fahrplan scheint das nicht zu sein. Weil normalerweise sieht ein Fahrplan eigentlich auch anders aus. Ich weiß jetzt nicht, ob es da in Österreich spezielle Abwandlungen gibt. So, und hier drüben können wir nochmal ganz kurz auf den See hinausblicken.
Das ist sowieso so eine Sache. Auf der gesamten Salzkammergutbahn folgen wir wirklich einer wunderschönen Landschaft. Also angefangen eben von diesen hohen Bergen und dann dem See unten drin. Es sind so wunderschönen Waldlandschaften. Werden wir hier wirklich alles sehen. Ich glaube, wir sind jetzt hier in Hallstatt, ne? Oder in Obersee. Entweder ist es der gleichnamige See oder der heißt Hallstätter See. Ich weiß es nicht mehr genau. Kann natürlich auch sein, dass ich mich da irre. Ansonsten einfach die Korrektur unten in die Kommentare kurz reinschreiben. Da wäre ich auf jeden Fall sehr dankbar dafür. Ja, und ich sehe auch gerade, die Strecke ist gar nicht so lang. Genau, wir haben 16 Kilometer noch vor uns. Also, ja, nicht auf allzu viel Fahrzeug heute einstellen. Aber ich dachte mir, hey, wir sind die Salzkammergutbahn schon so lange nicht mehr gefahren. Und außerdem auch den 8073 hier. Der hat sich schon so lange nicht mehr vor der Kamera blicken lassen. Geschweige denn hinten der Alpenstaubsauger. Und ja, da wollte ich beide Sachen mal wieder zeigen. Zumal sich hier auch auf der Salzkammergutbahn ein bisschen was getan hat. Dadurch, dass eben auch zwischendurch ja, bestimmte Vegetationsobjekte angepasst wurden. Also die Strecke hat sich selbst, glaube ich, nicht verändert. Es sei denn, für die ist auch nochmal ein Update rausgekommen, was natürlich möglich ist. Aber ich habe hier auf jeden Fall noch die, ja, ich sag mal, alte Version. Aber die Updates zu den Vegetationsobjekten, die müssten trotzdem die Strecke ein bisschen aufgehübscht haben. So, und wir können hier unten auch übrigens am Zugfunk immer mal auf die Strecke gucken. Ganz kurz noch die Kurve abwarten, den Gleisbogen. Ja, ist alles frei. Wir können übrigens hier unten auch Rufziele eingeben, also Nummern zum Beispiel fürs Stellwerk oder für einen Kollegen, den wir anrufen wollen. Und dann eben... Genau. Achso, hier ist Auflegen. Ja, und eben dann dadurch bei unterschiedlichen Stellen anrufen. Unter anderem im Stellwerk, wenn ein Signal zum Beispiel auf Rot steht. Und in unserem Fall jetzt hier haben wir eben Langsamfahrt zu erwarten, Weiterfahrt mit 40 km pro Stunde. Und da ich noch weiß, so PZB wachsam, der gelbe Leuchtmelder leuchtet, oder besser gesagt in Dusi wachsam, dass unser Zug unglaublich schlecht bremst. Und das sehen wir jetzt hier. Wir haben ungefähr 1,75 bar angelegt an Druck. Ach komm. Ja, also die Bremsen, die wirken extrem schwach und sie bleiben dann unglaublich lange noch angelegt, obwohl Füllstoß gegeben wird und bei dem Personenzug sich da eigentlich die Bremsen ziemlich schnell lösen sollten. So, wir gehen mal runter auf 40. Also das bitte ich heute wirklich zu entschuldigen. Sowohl die Lokomotive ist von der Zugkraft heute unglaublich schwach und auch das Bremsen funktioniert heute nicht so wie gewollt. Also eigentlich müssten wir wahrscheinlich in der unteren Zugart fahren. Aber irgendwie, ich weiß nicht, hat das Problemchen hier mit diesem Fahrzeug zu tun. Besser gesagt mit dem Steuerwagen. Weil wenn wir die Lokomotive fahren, dann treten all diese Probleme komischerweise nicht auf. Sondern nur wirklich, wenn wir hier im 8073 unterwegs sind. Der ja, und das muss man auch anmerken, ich glaube noch in einem Beta-Zustand ist. Also das ist, glaube ich, noch nicht das finale Fahrzeug. So, hab ich gesehen. Und wir fahren auch langsam weiter. So, das nehme ich mal auf 0 runter. Wir müssten uns sowieso, ich glaube, in der Waagerechten befinden. Ja, annähernd waagerecht. So, und dann geht es wahrscheinlich für uns über das Abstellgleis. Oder, ja, über eines der Bahnsteigsgleise. Und zwar das rechte hier in Fahrtrichtung. So. Und damit wären wir im Bahnhof von
Steke Gosau. Auch hier vorne wieder langsam aus dem Bahnhof raus. Genau, über die Weichenverbindung und dann wieder, naja, auf die eingleisige Hauptstrecke. Ja, und da sehen wir schon, die 16 Kilometer, die werden sich nicht allzu schnell von uns verabschieden. Wir haben also auf jeden Fall genügend Zeit, um hier ein bisschen die Strecke noch zu erkunden. Und das finde ich auch ganz schön bei dieser, naja, ich benenne sie jetzt mal als Nebenbahn. Ich weiß gar nicht, ob die den Nebenbahnstatus hat, aber es wirkt auf jeden Fall wie eine Nebenbahn. So, naja, langsam wie hier alles vonstatten geht und eben auch mit was für niedrigen Geschwindigkeiten. Aber ich glaube schon, dass die Selztalbahn als Nebenbahn ausgeführt sein müsste. So, wir erhöhen nochmal die Leistung. Und 60. Genau, 70 darf schon gefahren werden. Und ja, die Strecke Salzkammergutbahn hat natürlich ihren Namen vom entsprechenden Salzkammergut bekommen. Das müsste der Name des, ja, dieser geografischen Region sein. Und außerdem natürlich durch die regen Salzvorkommen in der Umgebung. So, hier haben wir ein EL1V, zumindest würde es so in Deutschland heißen. Das Ankündigungssignal für die Abschaltung des Hauptschalters. Und dem kommen wir natürlich auch an dieser Stelle nach. Der Hauptschalter wird ausgeschaltet, die nächste Smiley-Tafel kommt und ich bin jetzt mal gespannt, ob wirklich die Fahrdrahtspannung hier absinken wird oder ob sie konstant bleibt. So, nicht wundern, das dauert ein bisschen länger, weil erst wenn die Lokomotive hinten durchfährt, dann würde theoretisch die Spannung absinken, aber auch das scheint nicht der Fall zu sein. Ja gut, ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt für die Strecke, die ist schon etwas älter und da muss das nicht unbedingt implementiert worden sein. So, das nächste Signal scheint auch grün zu sein. Sehr gut. Jetzt ist noch die Frage, werden wir gleich wieder über Abstellgleise geleitet oder könnte es gerade durchgehen überall? Ja, es scheint dann alles mit freier Fahrt ausgelegt zu sein. Und sehr cool auch, wir sehen gerade, wie hier die Lokomotive ein bisschen Bremskraft aufschaltet. Das ist nämlich immer dann der Fall, wenn der, wenn die Tachonadel nach links ausschlägt. Da wird dann eben Bremskraft genutzt von der Lokomotive. So, gerade scheint auch eine 90er-Tafel da. Wir stellen also die 90 ein. Zack. Und beschleunigen nochmal manuell. Genau. Und da die Strecke wieder frei ist, können wir uns ganz kurz in die Außenansicht hinein lümmeln. Und auch das Licht von dem 8073 finde ich echt cool gelungen. Der hat ja wirklich so, naja, LED-Scheinwerfer. So, hier im Führerstand, da zwitschert es nochmal ganz kurz. Wir dürfen nämlich runterbremsen. Und zwar auf 70. Und ich möchte jetzt mal gucken, wie das der Vordersteller macht, weil ich glaube, der macht das sogar, ja, der macht das besser, als es die normale Zugbremse tut. Die E-Bremse von der Lokomotive ist, ja, in dem Fahrzeug hier leider viel mehr wert als die Druckluftbremsen. Und das merkt man hier wirklich ziemlich stark. Dann sollten wir vielleicht auch beim Abbremsen nachher lieber auf die manuelle E-Bremse mit dem Fahrschalter zurückkommen,
anstatt der Druckluftbremse hier drüben. Und hier sind dann die 70. Ja, und unsere Strecke führt ja von Selztal bis nach Attnang-Puchheim, ne? Oder, nee, von Stein nach Irding nach Attnang-Puchheim. Ja, genau. Und damit durchqueren wir zwei österreichische Bundesländer. Auf jeden Fall Oberösterreich und ich glaube, auf der anderen Seite müsste die Steiermark sein. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber es sollte die Steiermark sein, die wir hier durchfahren. So, wir brauchen wieder Leistung. 25%. Ja, und dafür ist es halt wirklich mickrig, wie der Zug beschleunigt. Das ist schon ein bisschen komisch geworden irgendwie. Also, nicht falsch verstehen, der 8073 ist ein sehr schönes Fahrzeug. Es macht auch Spaß, mit dem zu fahren. Der müsste außerdem als Freeware erhältlich sein. Und ja, was die Funktion angeht, ist er auch sehr, sehr, sehr weit umfassend, sag ich mal. Also, es ist sehr, sehr viel ausmodelliert. Man hat viele Funktionen im Fahrzeug. Und an und für sich ist es auch ein ziemlich tolles Fahrzeug. Sogar eine Innenansicht unter der Taste 5 ist verfügbar. Also, man hat sich hier wirklich ordentlich Mühe gegeben. Deswegen, ja, möchte ich das jetzt auch gar nicht runterziehen oder irgendwie, ja, ungut darstellen. Das Einzige, was mir eben nicht gefällt, ist halt, dass die Bremse so unglaublich, ja, ich sag mal, schlecht ist oder eine schlechte Bremskraft, schlechte Bremsleistung aufweist. Aber ansonsten, was hier die Funktion angeht, wirklich grandioses Fahrzeug, macht echt Spaß damit zu fahren. Und ja, für alle Fans aus Österreich oder alle Fans von Österreich oder beziehungsweise von diesem Fahrzeug, denen kann ich das Fahrzeug wirklich nur wärmstens empfehlen. Auch die Strecke anbei, wirklich wunderbar gelungen. Es werden allerdings einige Assets benötigt, also wer sich da durch ein paar Downloads wühlen möchte, für denjenigen ist es genau das Richtige. Und ja, so ein kleines Repertoire an Strecken und Fahrzeugen wird eben auch benötigt. Gerade eben hier die ÖBB-Wagen, dann die Taurus-Lokomotiven von HRQ, also sowohl 1016, 1116 als auch 1216. Die müssen aber alle in einem Pack enthalten sein. Außerdem der Alpenstaubsauger, aber den müsste es ja auch als Freeware geben. Sollte also auch kein Problem sein. Aber all sowas wird eben benötigt. So, hier mal ganz außergewöhnlich eine gelbe Langsamfahrtafel, also zumindest für Österreich. So, und hier bitte. Na komm, elektrische Bremskraft bitte. Ansonsten nehme ich den V-Sollsteller, wenn es nicht funktioniert. Ja, auch hier, also. Na, hallo. Ja, jetzt kommt's. Und dann müsste hier vorne Baustellenanfang sein. Deswegen nehme ich auch die gelbe Signaltafel. In Österreich haben sie nicht die normalen, ich sag mal, LF6-Tafeln, wie wir sie eben aus Deutschland kennen, sondern ja, da hat man eben als Baustellen oder als Langsamfahrmarkierungen dann für eben temporäre Geschwindigkeitsabsenkungen solche Tafeln. Und dann kommt dort vorne ein E, was dann eben ab dem Bahnübergang oder ab dem Gleisabschnitt dahinter dann gilt. Kann man eben aufstellen bei Baustellen, bei einfach nur temporären Geschwindigkeitsabsenkungen, bei, naja, also allgemein bei Sonderfällen immer, wenn man nicht mit voller Fahrplangeschwindigkeit fahren kann und eben diese Langsamfahrstelle von temporärer Natur ist. So, für uns heißt es wieder Leistung aufschalten. 34% bitte. Und was mir auch gerade noch auffällt,
dass die Person, die vorne im Fahrzeug drin sitzt, unser Lokführer, dass der ziemlich oft auftaucht in Fahrzeugen. Egal ob in Österreich, Deutschland, der Schweiz oder ja, auch in Großbritannien. Also es scheint eine richtige Klonarmee an Lokführern zu geben, die ja, das Erscheinungsbild dieser Person haben. Über den gesamten Kontinent verstreut. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir erreichen in Kürze den Bahnhof von Bad Ischl auf Klasse 1. Unsere planmäßige Ankunft ist um 11.33 Uhr. Wir sind damit 10 Minuten vor Plan in Bad Ischl. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Ja, ging heute ziemlich schnell, ne? 2068. Hier auf der linken Seite, das müssten... Sind das Schlierenwagen? Ich glaube. Und ja, die Holzverladung gibt's auch noch. So. Halt erwarten. Achso, genau. Wir bremsen bitte mal mit dem V-Sollsteller runter. Ah, komm, bremsen, bremsen. So, jetzt macht's das Fahrzeug auch. So, wir müssen schon Bremsen lösen, hier auch bei 30. Denn bis der Zug wirklich abgebremst hat, das kann dauern. Ne, und da kommt schon das rote Lämpchen. So, jetzt besonders vorsichtig fahren. Schön langsam an das Signal annähern. Weil wirklich, also, das Fahrzeug hier, das muss echt mal in die Werkstatt. Da stimmt einiges nicht. So, der Bahnhof von Bad Ischl wird in, ja, 900 Metern erreicht. Also müsste der ungefähr, ja, hinter dem Tunnel dann liegen. Hinter dem Einfahrsignal hier von Bad Ischl. Aber wie gesagt, wir stehen ja, ja in der Fahrplanzeit noch ein ganzes Stückchen davor. Und ich habe jetzt schon gedacht, der Fahrdienstleiter lässt uns hier, ja, 33. Ankunft, naja, über 7 Minuten hier noch stehen. So, dann beschleunigen wir mal. Wir nehmen uns mal, ja, 30 Kilometer pro Stunde. Ja, die paar Sekunden, die haben es schon wieder rausgehebelt. Also jetzt sind es noch rund 7 Minuten plus minus ein paar Sekunden. Wachsamkeitstaste haben wir auch gedrückt. Und damit wird es nochmal richtig dunkel hier. Ach, dass da keine Leistung rauskommt, hatte ich ganz vergessen. Deswegen ist wahrscheinlich der Fahrplan auch so großzügig gestrickt. So, kurz mal ganz kurz reingucken. Rangierfunk wollte ich jetzt nicht. Genau. Können wir das EVU eigentlich auch anwählen? Ich glaube, das geht nicht, nee. Oh, gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut, nein. Aus. Ja. Das ist jetzt sehr kontraproduktiv. Wir sehen jetzt hier gerade wie eine, ich glaube 2068, ne? Ah, ne, eine 1063 ist es. Wir haben einen Stromnehmer oben drauf. Wie eine 1063 hier vor unserer Nase herumrangieren möchte und wir jetzt wahrscheinlich gleich mit dem Fahrzeug, ja, ungewollt kollidieren werden. Deswegen, also ich gehe mal davon aus, dass das Szenario hier gleich für uns enden wird, weil unser Steuerwagen wahrscheinlich gleich entgleisen wird. Auf jeden Fall, es hat mir bis zu diesem Kollisionspunkt sehr, sehr viel Spaß gemacht und zugegeben, das ist hier für den Train Simulator, ja, ist eine Simulation, da passiert nichts. Da ist es trotzdem noch ganz witzig, wenn das hier mal, ja, so ein unangenehmes Ende nimmt. Auf jeden Fall, mir hat es Spaß gemacht. Wenn es dir auch Spaß gemacht hat, würde ich mich über eine positive Bewertung oder über einen kurzen Kommentar unter dem Video auf jeden Fall freuen.
Wenn du Spaß hast am Train Simulator und jetzt nicht wegen Kollisionen, aber allgemein Spaß und Freude an der Eisenbahn empfindest, dann kann ich es dir auch nur ins Herz legen, den Kanal zu abonnieren. Denn hier gibt es jeden Tag um 14 Uhr eine Kollision. Nein, Spaß. Jeden dritten Tag um 14 Uhr fahren wir hier gemeinsam eine Runde. Und ja, damit nimmt das Szenario, die Fahrt heute mal ein unangenehmes Ende. Und ja, würde ich mal sagen, entfrieren wir das Spiel wieder, tauen uns auf und ja, lassen es beenden, wie es eben heute mal beenden muss. In dem Sinne, danke fürs Zugucken und hoffentlich das nächste Mal kein Unfall. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.